Wir sind Alisa und Marina von Bewandert. Gemeinsam mit Krombacher und unseren Vierbeinern testen wir heute wieder eine Mehrtageswanderung auf Hundetauglichkeit. In den nächsten 2 Tagen sind wir auf dem Rothaussteig unterwegs und werden im Hundeparadies Latrup übernachten. Los geht's! Also hier haben wir jetzt geparkt. Es ist ja quasi beides Rothaussteig. Das ist aber einmal die Kammvariante und das ist die Talvariante. Daraus haben wir uns jetzt quasi den Rundweg gebastelt. Nach nur 1 Kilometer kommen wir schon am ersten Highlight der Tour vorbei und gleichzeitig der ersten Herausforderung für unsere Hunde, einer Hängebrücke. Wir sind ganz gespannt, ob die sich drüber trauen. Machen wir ganz vorsichtig. Oh, oh. Komm, ich trag dich. Das hast du richtig gut gemacht. Super. Wir sind jetzt angekommen hier an der Millionenbank. Es sind noch knapp 4 Kilometer bis Jagdhaus. Trotzdem machen wir nach gut 10 Kilometern jetzt mal eine Erfrischungspause. Nicht nur für die Hunde, sondern auch für uns. Jetzt kommt noch ein richtig guter Einkehrtipp für uns Zweibeiner. Nur ein paar hundert Meter entfernt vom Wanderweg liegt die Jagdhauswiese. Und ja, den Spot kennt ihr schon aus unserem anderen Vlog. Den verlinken wir euch hier. Da könnt ihr gerne mal reinklicken. Und hier gibt es Waffeln, aber auch warme Speisen und natürlich Krombacher. Angekommen, yay, hier am Hotel Hubertushöhe. Ich habe gesehen, da hinten ist eine Sonnenterrasse. Und die Sonne ist auch noch da. Wollen wir uns noch ein bisschen genehmigen? Auf jeden Fall. Bevor es dann zum Abendessen geht. Und die Hunde dürfen sogar mitkommen. Ja, ich habe gehört, hier liegt unter fast jedem Tisch ein Hund. Ich glaube, Alba wartet lieber im Zimmer. Aber Felix macht das ganz gut, oder? Ja. Okay. Morgen aus Latrop. Eine erholsame Nacht liegt hinter uns. Und das Hotel Hubertushöhe bekommt von uns auf jeden Fall schon mal die volle Punktzahl. Dort gibt es nämlich alles, was Hunde- und Menschenherzen höher schlagen lässt. Ein Hundebett, volle Näpfe mit Wasser und Leckerlis auf dem Zimmer und sogar eine Hundedusche mit Föhn. Vor uns liegen knapp 10 Kilometer Wanderweg mit ein paar Höhenmetern und ein Einkehrtipp, bevor wir zurück an unseren Autos in Kühude sind. Wir haben jetzt die kompletten Höhenmeter der heutigen Tour geschafft und werden hier auf Schanze 1 zur Belohnung noch einkehren. So, geschafft. Das war eine richtig coole Tour, oder? Fand ich auch. Wie gut es Alba und Felix gefallen hat, seht ihr wie immer jetzt in deren persönlichen Bewertungsskala. In verschiedenen Kategorien durften sie 1 bis 5 Knochen vergeben. Und wenn ihnen eine Wanderung oder Unterkunft besonders gut gefallen hat, hatten sie sogar die Möglichkeit, die goldene Leberwurst zu verleihen. Für mehr Informationen dazu, klick einfach auf das Pinterest-Profil von Krombacher. Den Link dazu findest du unter diesem Video. Und schreib uns gerne in die Kommentare, wenn du gemeinsam mit oder vielleicht auch ohne deinen Hund die Tour mal getestet hast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.